Fröhlich, bunt und flauschig geht es weiter in Part Nummer 3 von Kirby und das magische Garn. Hey, und wir sind immer noch im... Wo sind wir? Im Grasland? Ich gehe jetzt nochmal ganz komplett den ganzen Weg zurück. Das ist... das Filzlingen. Noch, wir sind, glaube ich, im Grasland. Ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Part das nächste Land betreten können. So, da oben waren wir ja in Kletterboningen, meine ich. Waren wir da oben? Erstmal müsste ich vielleicht den Flicken wegschmeißen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Dann gießen wir mal das Blümchen. Und es wächst noch weiter. Oh. Das sieht mir doch ganz nach einer Bosstür aus. Fangora. Sehr schön. Alles klar. So. So, in Kletterboningen waren wir. Genau, Kletterboningen haben wir ja noch gemacht. Die Regenbogenfälle haben wir gemacht. Und das Knopfknospental. Oder habe ich das letztes Mal schon gemacht? Aber hier ist ja auch, hier sind ja auch noch zwei Türen. So zwei Level könnte ich hier auf jeden Fall noch machen. Hm. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal Fangora. Oh, scheint ein Drache zu sein. Dann auf zum ersten Bosskampf. Oh, weia. Hallöchen. Okay, was müssen wir tun? Hui. Ah, oh. Hoppala. Ach, guck mal. Da können wir dran ziehen. Ha. Ja, gut, das ist ja jetzt nicht sonderlich schwer. Das dürften wir hinkriegen. Und ich muss aufpassen. Wo kommt er? Wo kommt er? Ah, ich hätte es mir denken können. Verdammt. Na komm her, du blöder Drache. Oh. Oh, Feuerbälle. Aha. Hoppala. Ah. Dich krieg ich dran. Biam. So. Jetzt achten. Wo kommt er? Wo kommt er? Oh, Vorsicht! Sehr schön. Diesmal habe ich dich durchschaut, mein Freund. Oh. Wow. Ja, du brauchst hier gar nicht den Dicken raushängen zu lassen. Oh, oh nein! Feuerball! Na, komm schon. Ist das etwa ein Teil magischen Garns? Sehr schön. Ah, wieder eine Silbermedaille. Silbermünze, wie auch immer. Folgende Musik. Fangora. Schön. Hurra! Wir haben ein weiteres Stück des magischen Garns gefunden. Das magische Garn schimmerte und wand sich spiralförmig bis in den Himmel hinauf. Das Garn webte sich in den Stoff des Königreichs und nähte zwei Teile Stofflands wieder zusammen. Komme, komme. Kirbys Magen knurrte, sodass er sich auf die Suche nach etwas Essbarem begab. Schade, dass es hier oben keine Tomaten gibt, dachte er. Plötzlich begann der Baum hin und her zu schaukeln.
Zunächst dachte Kirby, es sei ein Erdbeben. Dann sah er, dass Prinz Plüsch am Baum rüttelte. So besorgen wir uns in Stoffland etwas zu essen. Kirby versuchte, sich so lange festzuhalten, wie er konnte. Doch das war nicht besonders lange. Ui, das sind aber viele Äpfel, rief Prinz Plüsch. Kirby war so verärgert, dass er hinter Prinz Plüsch herrannte. Er verfolgte ihn so lange, dass er seinen Hunger völlig vergaß. Oh. Du bist langweilig, Kirby. Komm mal in deine Wohnung. Ich komme auch. Okay. Hui. Hitzland. Oh Mann. Das klingt ja schon so einladend. Gut, ja, dann wollen wir doch mal bei Such mich vorbeischauen. Dafür müssen wir einmal nach Filzlingen zurück. Wadis, willst du mit mir spielen oder was, wenn du sagst, dass hier langweilig ist? So. Wo, ich sollte ja zu mir in die Butze gehen, hat er, glaube ich, gesagt. Wo bist du hier? Hallo, hallo, hallo. Hi. Brunnengärtin, suchst mich... Was? Suchmichs Versteckspiel. Finde alle Suchmichs. In 3 Minuten. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Schauen wir mal, ob wir sie alle finden können. Oh, 5 Stück müssen wir finden. Ja, sehr schön. Gut. Also dich habe ich schon mal gefunden. Das war ja nicht sonderlich schwer. So. Hoppala. Ah. So, einmal wieder da rauf, bitte. So. Aha, da ist noch einer. Hab dich. So. Und Nummer 3. Und wir haben noch 1:51. Aha. Alles klar. Na komm schon. So, wo versteckt sich der letzte? Zack. Hier ist er nicht. Aha. Ich hab dich. Fast. So. Hab dich! Aha! Na, das ging noch fix. Hey, es gibt ein neues Level fürs Versteckspieler. Auf geht's! Nein, einmal Versteckspieler reicht mir erstmal. Gut gemacht, alle gefunden, bravo! Das habe ich bei meinem Versteck gefunden. Was, bei meinem Versteck gefunden? Ja. Du kannst es sicher gebrauchen, Kirby. Oh, was ist das? Eine Tapete? Du hast folgenden Stoff erhalten, Azurblau. Das war super, wir sollten irgendwann wieder mal Verstecken spielen. Okay. Hallo, warten Sie, Prinz Plüsch, Herr Kirby, ich war gerade auf der Suche nach Ihnen. Ich müsste Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Worum geht's denn diesmal wieder? Ich möchte das Haus um ein neues Stockwerk erweitern, habe aber nicht genug Perlen. Können Sie mir vielleicht, sagen wir, 10.000 Perlen bringen? Ja, das ist überhaupt nicht viel. Okay. Wunderbar, was würde ich nur ohne Sie beide machen? Ich warte draußen, also kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie die Perlen haben. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier wieder raus.
So. Dann. Hoppala. Tja. Meine Brüder haben wohl beschlossen, ihre Läden zu eröffnen. Genau nebeneinander. Naja, ist ja ganz praktisch, wenn man es nicht so weit hat. Hallo, ich bin Möbi-Webstuhl. Wenn du Möbel brauchst, bist du aber genau richtig. Bist du bei mir genau richtig. So. Ich bin Daisy-Webstuhl. Ich habe den besten Stoffladen Stofflands und auch den einzigen. Schauen Sie jederzeit bei Ihnen vorbei. Wundervoll. Ja, dann gucken wir doch mal, was du so anbietest hier. Willkommen. Ja, das ist jetzt alles nicht so unbedingt interessant für mich. Nein, ich möchte den Laden gerne bitte wieder verlassen. Was bietest du so an? Pizza. Cool. Pizza und Steak. Einen kleinen Röhrenfernseher, eine Kommode, ein Spiegel, Deckenlampe, Plasmafernseher. Oh, der Plasmafernseher ist cool. Oh, ich habe sogar schon 10.000 Perlen, fällt mir gerade mal so auf. Picknickkorb, ja. Nee, ich kaufe erstmal nichts davon. Vielleicht ein anderes Mal. So. Bringen Sie mir 10.000 Punkte. Ja, habe ich doch. Hier, nimm doch. Vielen Dank. Jetzt kann ich das Haus und mein Stockwerk erweitern. Dann nehme ich dieses Projekt am besten sofort in Angriff. Ja, dann mach mal. Hey! Hätte nie gedacht, dass das Filzhaus einmal ein zweites Stockwerk bekommt. Toll! Damit stehen nun zwei weitere Wohnungen zur Verfügung. Könnten Sie als Experte mir vielleicht auch bei der Einrichtung dieser Wohnung helfen? Muss das ausgerechnet jetzt sein? Sie sind wirklich unschlagbar, Herr Kirby. Oh. Ja, das mache ich später, nicht jetzt. Ich möchte erstmal wieder ins Grasland zurück. Ja gut, gut, gut. Aber wir haben immer noch zwei Level, die wir hier noch nicht gemacht haben. Einmal dieses hier und dann das da oben. Es ist nur die Frage, wie kriege ich die Flicken dafür? Wobei vielleicht... Vielleicht bekomme ich ja hier noch einen Flicken. Eventuell. Aber ich will jetzt nicht unbedingt den Boss nochmal machen. Ich würde sagen, wir können ja jetzt erstmal weitergehen ins Hitzland. Und dann schaue ich mal, ob ich die anderen beiden Level hier auch noch bekommen kann. Aber erstmal gehen wir ins Hitzland. Eine neue Welt wartet auf uns. Oder beziehungsweise ein neues Land wartet auf uns. So, dann wollen wir doch mal schauen. Pyramidenwüste. Dann ab dafür. Ab, ab geht die Party und die Party geht ab. So. Alles klar. Oh. Oh, oh, oh. Das ist Treibsand. Sehr schön. Treibsand ist natürlich nicht so cool. Aber ich möchte da an diese Perlen ran. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder hochkommen. So, oh, ein Windchen. Ein Lüftchen. Wie auch immer. Wie hier. Hui. Und ab damit. Hui. Ja, Wüste ist ja nicht ganz so blöd. Ich dachte jetzt Hitzland, oh, jetzt kommt hier Lava oder so, aber bis jetzt sehe ich noch keine Lava. So. Kamelsofa. Sehr schön. Was? Bedunienflair? Ist der letzte Schrei. Genieße Wüstenoptik und Komfort zugleich. Bedunienflair? So auch noch nicht von gehört. Ich dachte erst so, ist das überhaupt ein richtiges Wort hier, aber gut. Wow. So, hatte ich den hier schon aufgemacht? Nein, hatte ich nicht. So, dann gehen wir mal weiter. Wow, Vorsicht. Haha. Kann ich hier nicht runter? Nein. Vielleicht auf einem anderen Wege. Ha. So. Okay.
So, irgendwo kommt man hier bestimmt runter. Oder auch nicht. Irgendwie geht es hier einfach immer nur weiter, weiter, weiter. Aber dann man muss doch da noch irgendwie hochkommen. Wow! Das war so klar. Shit. Oh, muss ich doch da runter? Ach, ich kann doch hier runter. Ja, gut. Dann wollen wir das doch mal gleich nutzen. Oh, ein Ausrufezeichen. Ah, nein. Wo bringst du mich hin? Ja, wo fliegt es denn hin? Versuche es jetzt gar nicht. Oh. Aha. Kaktussaft. Kaktussaft ist etwas für Gourmets, die das besondere Etwas suchen. Sehr schön. Oh, sag mal. Du elender Waddeldi, was sollte das? Ist nicht, mein Freund, ist nicht. So, jetzt will ich einmal hier runter. Wow, es ist gefährlich hier. So. Oh. Sehr schön. So. Da war anscheinend nichts drunter. Dann gehen wir weiter unseres Weges. Whee! Wirbelwind, kommst du bitte wieder zurück? Das wäre sehr cool von dir. So. Oh. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Stacheltypen hier. So. Okay, 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 okay. Ah, bop, bop, bop. Oh, nein, 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 nein. Ah, gerade mal noch so gerettet. Ja, kannst du mich jetzt bitte wieder... Hallo, kannst du mich jetzt bitte wieder ausspucken? Nein! Nein, verschwinde! Ich will den Knecht da oben haben. Oh, doch nicht. Dann nimm den hier. Nein, verdammt. Nein, das war so klar. Es war so klar. Give me my stuff back. Ah, oh, so. Okay, was kommt jetzt? Oh, wir sind wieder in ein Auto. Hey. Wie? Oh, sag mal. Oh. Oh, ich wollte das da oben einsammeln. Egal. Nein, ich hab den... Oh, ich hab den Track verpasst. Tja, das lief ja jetzt nicht so Bombe. Du nur den zweiten Platz für mich. Egal, ich will mich nicht beschweren. Der zweite Platz ist auch gut. Aber auf dem ersten Platz hätte ich bestimmt noch was Cooleres gekriegt. Naja, gut. Wie, das war's schon? Ging ja doch schneller als erwartet. Och, krieg ich diesmal gar nichts? Nein, ich habe noch mal Glück gehabt. Hey, hey. Sehr schön.
Oh yeah. Magische Lampe. Ho, ho, ho. Ja, gut, dann ab dafür. Oh, ein Genie. Hallo. Ui, und er pustet die Karte weiter. Sehr schön. Lava-Wüste. Oh, schön, Lava. Toll. Gut, dann schaue ich mir mal den zweiten Level noch an. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Meine Lava-Wüste. Oh nein. Hier sieht es voll scheiße aus. Alles voller Lava. Und ich weiß, der wird langsam alt. Aber ich finde ihn immer noch gut. Also benutze ich ihn gerne, den Spruch. Okay. Dann dafür. So. Oh, ganz viele Perlen. Schön. Die klaue ich dir mal, ne? Ja, dann denke ich mal kein Problem. Wow! Okay, es ist allerdings ein Problem, wenn ich meinen ganzen Stuff hier wieder verliere. Haha. Ah, nein! Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Okay. Du sollst... Verdammt. Na komm schon. Kann es irgendwie leicht sein, dass ich kein Talent habe für dieses Spiel? Den Eindruck habe ich nämlich gerade. Du sollst... Ja. Genau das hatte ich vor. Oh nein! Ja. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Nein! Oh! Was für ein Fail hier. Na, also geht doch. Oh nein. Mann, wieso kriege ich das nicht da in diese Lücke rein? Nein. Oh. Was fallen? Und da auch nicht. Oh Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein. Hallo. Na, also geht doch. Mann, 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 Mann. Nein! Ha! Haha! Boom! Okay, aber hier ist ja nichts mehr, oder doch? Nein, sieht nicht danach aus. Wow. Schön auf die Lava aufpassen. Ah, da, 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 da. Ah Lava! Ah, das lief nicht so gut. Das lief überhaupt nicht gut. Meine Perlen! Ah! Och Mann! Sag doch, Lava ist kacke. Oh je, wieder ein Ausrufezeichen. Okay, wohin willst du? Wow. Aha.
Oh, Steinlampe. Flüssige Steine spenden Licht und Wärme. Häng deine Jacke nicht an diese Lampe. Ja, das sollte ich besser nicht tun. Ich wüsste zwar auch nicht, welche Jacke das sein soll, aber gut. Abgesehen davon, dass Kirby keine Jacke besitzt, aber... Nein, nein, nein. Also ich habe echt keine Skills da drinne, die Bombe dahin zu werfen, wo ich sie hinhaben will. Es hat ja doch geklappt. Wow. Toll. Jetzt brauche ich noch mehr von diesen Dingern. Ach, jetzt klappt es auf einmal, ne? Ist klar. Fleisch! Das sieht aber lecker aus. Hat sich dieser Leckerbissen aus einem Zeichentrickfilm hierher geschlichen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, wow. Wow, was geht jetzt ab? Wir können uns in einen Faden verwandeln. Das sieht so merkwürdig aus. So ein Faden mit Augen. Lololololo. Sehr schön. Oh, jetzt bin ich wieder ein Auto, das mit Wasser hantieren kann. Das finde ich gut. Ich mag das Auto. Auch wenn ich damit auch nicht so hundertprozentig umgehen kann. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Komme ich darüber, ohne da reinzufallen? Ja. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich möchte das alles haben. Gib mir das. Wow. Oh. So, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ha. Dass ich da jetzt irgendwie rüberkomme. Rüber, 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 rüber. Lösche dich, mein Freund. Eigentlich bist du nicht mein Freund, du bist mein Feind, aber... Au. Oh, lösche den Penner doch. Mann. Oh, komm schon. Komm schon. Mann, jetzt ist der Spaß schon glatt wieder vorbei. Hui. Sehr schön. Wow. Wow. Oh oh, ich sollte mich, glaube ich, beilen. Die Lava steigt nach oben. Die Lava steigt nach oben, wollte ich sagen. Oh nein! Warte nie! Nein! Nein! Ich muss weiter nach oben. Ich muss nach oben, ich muss nach oben, ich muss nach oben. Oh, es ist gefährlich. Hilfe! Oh, das muss ich jetzt auch unbedingt noch einsammeln. Oh, schnell, 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 schnell. Ach, egal, egal, egal. Lass die Perlen in Ruhe. Ich muss schnell hier hoch. Hilfe. Aber ich möchte den Schatz noch schnell mitnehmen. Habe ich noch die Zeit? Ja? Lava. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, jetzt habe ich das Teil nicht eingesammelt. Na, was will man machen? Egal. Oh, nein, die Lava kommt, die Lava kommt. Hilfe. Oh, nein. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? Nein, habe ich nicht. Ja, haha, ich könnte ihn löschen. Na komm schon. Ah, Mist. Was soll's? Immerhin habe ich jetzt mal wieder einen Goldrang. So. Sehr schön.
Wunderbar. Eine Ringglocke. Sehr schön. Ja. Damit hätten wir auch wieder die 30-Minuten-Marke erreicht. Also ich glaube, dass mit dem... Ja, ich nehme nur so 20, 25 Minuten auf, damit die Parts nicht so lang werden. Das kann ich, glaube ich, vergessen, weil sonst schaffen wir einfach gar nichts. Ich meine, wir haben jetzt 2 Level gemacht hier in der neuen Welt und haben schon eine halbe Stunde voll. Also ihr seht, das Spiel braucht Zeit. Und gut, dann werden die Parts halt eben länger, aber das soll es dann hier an dieser Stelle gewesen sein. Wir schauen dann mal, was uns als nächstes für ein Level erwartet. Und ich werde mal gucken, ob ich im Grasland noch ein Level freischalten kann oder vielleicht noch einen zweiten. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein Level machen können. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Und wir sehen uns dann zu Part 4 beim nächsten Mal wieder. Also Leute, bis dann. Tschüss.